Herzlich willkommen zu Unartig, dem Magazin für alle Kulturbanausen. Corona hat uns nach wie vor fest im Griff, weswegen wir auch heute wieder aus unserem Home-Studio berichten. Trotz aller negativen Schlagzeilen starten wir aber auch heute wieder mit Good News. Mit Kleinigkeiten eine große Freude bereiten, das ist der Grundgedanke von Weihnachten im Schuhkarton. Die Aktion der barmherzigen Samariter soll Kindern in Krisengebieten einen weihnachtlichen Glücksmoment bescheren. Wir haben uns die weltweit größte Geschenkaktion genauer angesehen. Weihnachten gilt als das Fest der Nächstenliebe, als eine Zeit, die man mit der Familie verbringt, aber auch anderen seine Gedanken schenkt. Zumindest 11.000 Menschen aus dem deutschsprachigen Raum taten dies im Jahr 2019 bei der Aktion Weihnachten im Schuhkarton. 1.000 davon kamen aus Österreich. Die weltweite ehrenamtliche Hilfe ermöglichte den barmherzigen Samaritern im Vorjahr den Versand von stolzen 11 Millionen Schuhkartons in Krisengebiete. Zusätzlich bietet die christliche Organisation Glaubenskurse als Wegweiser für Kinder in Not an. Warum wir diese Kombination als sehr wertvoll erachten, dass rein materielle Hilfe meistens sehr kurz greift. Der Schuhkarton ist ja kein humanitäres Werkzeug, so wie Kleidungslieferung, Essenslieferungen, sondern der Schuhkarton soll ja dem Kind ausdrücken, du bist wertvoll, du bist etwas Besonderes, du bist genauso wertvoll wie jedes andere Kind auf der Welt, auch wenn deine Eltern nicht da sind, auch wenn deine Eltern vielleicht Alkoholiker oder gewalttätig sind, du bist genauso wichtig. Wer selbst an der Aktion teilnehmen möchte, wählt auf der Homepage eine Altersgruppe aus, bestückt seinen Schuhkarton mit passenden Geschenken und gibt diesen bei einer Sammelstelle ab. Trotz gutem Zweck gab es in den letzten Jahren auch kritische Stimmen zum Projekt. Unter anderem wird Missionierung zum christlichen Glauben vorgeworfen. Rainer Sager erklärt. Wenn diese Botschaft und dieses christliche Weltbild dort hineinkommt, gibt es einfach Videos auf unserer Homepage schauen, tausende Geschichten mittlerweile weltweit von Kindern, die einfach durch diese Hoffnung und durch dieses Berührtwerden von der Liebe von Menschen, die an ihn denken, aber auch der Liebe Gottes, einfach Hoffnung fassen und deren Leben sich radikal verändert. Für dieses Jahr ist das Projekt abgeschlossen. Ab 1. Oktober 2021 besteht die nächste Möglichkeit, bedürftige Kinder in der Weihnachtszeit zu beschenken. Das Geschäft mit der Schönheit wird immer beliebter. Zunehmend mehr Menschen sind unzufrieden mit ihrem Aussehen und lassen sich operieren. Aber wer bestimmt überhaupt, ob ein Körper schön oder hässlich ist? Wir wagen einen Einblick in die Schönheitsideale unserer Gesellschaft. Immer mehr Menschen legen sich für die Schönheit unters Messer. Egal ob Laserbehandlungen, Fettabsaugung oder Unterspritzungen. Schönheitschirurgin Sabine Abfolterer hat auch in Corona-Zeiten alle Hände voll zu tun. Aber warum sind Ihre Dienste so gefragt? Naja, ich denke, dass doch in unserer Kultur, wir haben viel Zeit, es ist kein Krieg, uns geht es Gott sei Dank gut. Und der Mensch beschäftigt sich natürlich sehr viel mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Sein. Und ich glaube schon, dass in der jetzigen Zeit sehr viele Patienten und sehr viele Menschen unzufrieden sind mit dem eigenen Körper und daran was ändern möchten, sei es mit Diät, sei es mit Sport, aber manchmal auch mit einer Schönheitschirurgie. Wer heutzutage nicht dem gängigen Schönheitsideal entspricht, wird diskriminiert. Das sagt Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner, die gerade an einem Buch über den Aufstand gegen traditionelle Schönheitsnormen schreibt. Wie sieht der Körper aus, den unsere Gesellschaft schön findet? Der aktuell schöne Körper ist jung. Er ist weitestgehend weiß, das heißt, wir haben es mit einem sehr kolonialen Schönheitsideal zu tun. Er ist fit, körperlich leistungsfähig, hat, wenn es um Frauenkörper geht, dann sind immer noch lange Haare das Ideal, glatte, schöne Haut. Und gerade vulnerable Gruppen, gerade Gruppen, die ursprünglich ausgegrenzt werden, bei denen hat Sichtbarkeit auch nicht immer dieselbe Konsequenz. Weil während zum Beispiel solche von Millionen gefollowte Plus-Size-Models wie Ashley Graham für ihren Körper abgefeiert werden, der minimal in einem Aspekt Grenzen überschreitet, werden andere Körper, die eben weiter von der Norm entfernt sind, die haben es mit Todesdrohungen zu tun. Auch Werbung und die Medien beeinflussen unser Schönheitsempfinden. Dr. Abfolterer findet Menschen schön. Wenn sie mit sich selbst im Reinen sind und wenn sie sich selbst akzeptieren, auch mit ihren kleinen Mängeln. Und das klingt vielleicht komisch von einer Schönheitschirurgin zu hören, aber jeder von uns hat kleine Mängel und die macht
machen es auch attraktiv und ich glaube, man muss nicht alles optimieren und alles perfektionieren. Wichtig ist nicht nur Akzeptanz für den eigenen, sondern auch für andere Körper. Denn davor, dass Schönheitskultur auch mit Diskriminierung verbunden ist, sollten wir nicht die Augen verschließen. Schabernack, das klingt so richtig schön unartig. Das italienische Wort für Schabernack lautet Burla und ist der Ursprung für den Begriff Burlesque, eine mystische und durchaus freizügige Art, auf der Bühne zu tanzen. Was noch alles hinter der Burlesque-Kunst steckt, haben wir uns für euch angesehen. Das Spiel mit den Reizen. Kaum eine Kunst schafft das so gut wie Burlesque. Erotik, Tanz und Unterhaltung. All das wird bei dieser Art der Darstellung miteinander verbunden. Ein zentrales Element im Burlesque ist die Entkleidung. Allerdings zeigen sich die Tänzerinnen nie völlig nackt. Es geht um mehr als sexuelle Verführung. Seit den 2000ern liegt der Fokus vielmehr auf der Persönlichkeit der Künstlerinnen. Kalinka Kalaschnikow ist eine Wiener Burlesque-Tänzerin. Seit 12 Jahren steht sie bereits auf der Bühne. Burlesque ist durchaus sehr feministisch, auch wenn das manche Leute vielleicht anders sehen. Aber man erkennt ja den Unterschied zwischen dem herkömmlichen Striptease zur Burlesque-Tänzerin. Die Burlesque-Tänzerin steht auf der Bühne, weil sie das toll findet, weil sie sich präsentieren will, die Weiblichkeit in jeder Art und Form zelebrieren möchte. Anstatt einer Stripperin sieht man meistens so, als sie möchte einen Mann verführen oder den Männern gefallen. Und wir machen das, weil es uns so gut gefällt. Eigens entworfene Kostüme, ausgefeilte Choreografien und aufwendige Accessoires. So wird der Burlesque-Act zu einem kleinen Theaterstück. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Viele Künstlerinnen schneidern, kleben und basteln ihre Bühnenoutfits selbst. Auch die Musik und Szenerie legen die Tänzerinnen fest. Welcher Act aus ihrem Repertoire dann allerdings aufgeführt wird, das entscheiden die Kunden. Eines mag Kalinka besonders daran, für andere zu performen. Eine Burlesque-Show kann natürlich für Frauen und Männer inspirierend sein. Und vor allem, ich glaube, Frauen lieben das, wenn sie eine Frau selbstbewusst auf der Bühne präsentiert. Sie lieben natürlich auch die ganzen Federn und den ganzen Glitzer. Aber es geht mehr um diese Stimmung und wie sie Frauen selber sehen und eben auf diese Bühne stellen. Und ich glaube, das empowert viele Frauen. Hinter der glitzernden Burlesque-Fassade steckt also durchaus ein feministischer Akt. Immer mit dem gewissen Glamour-Faktor. Wie offen sprechen Sie über Ihre psychischen Belastungen? Ein schwieriges Thema, nicht wahr? Menschen in Österreich fällt es im Vergleich zu anderen Ländern besonders schwer, unangenehme Themen anzusprechen. Die Hintergründe dieser Kultur des Schweigens sind facettenreich und haben auch etwas mit unserer Geschichte zu tun. Nina, wie geht's dir so? Eh ganz gut. Ich muss dir eine lustige Geschichte erzählen von unserer Nachbarin. Die bestellt immer ganz viel in diversen Online-Shops. Wie gut geht es uns wirklich? In Österreich wird diese Angelegenheit häufig nicht offen angesprochen. Probleme mit psychischer Gesundheit sind in vielen Teilen unserer Gesellschaft ein schwieriges Thema. Wer seine Gefühle offenbart, macht sich verwundbar. Die Angst vor negativen Reaktionen aus dem Umfeld bewegt viele dazu, lieber zu schweigen. Eine Situation, die drastische Folgen haben kann. Die Gefahr ist immer, wenn ich mit einem Tabu konfrontiert bin, über das ich nicht zu sprechen wage, dass ich dann mit diesem Thema für mich allein bleibe und umso stärker das Thema wird, umso mehr gerate ich in eine Isolation, weil andere Menschen nicht wirklich mitbekommen, was in mir vor sich geht. Die Tabuisierung von Gefühlen betrifft besonders Männer. Je traditioneller ihr Rollenbild, desto weniger Verwundbarkeit wollen Männer zulassen. Dass Österreich eine stärker ausgeprägte Schweigekultur als andere westliche Länder hat, ist auf den ersten Blick verwunderlich. Hat Österreich doch in der Vergangenheit einen erheblichen Beitrag zur Psychologie geleistet? Stichwort Sigmund Freud und Psychoanalyse. Trotzdem ist die Behandlung der psychischen Gesundheit in anderen Ländern wesentlich höher angesehen. Also da haben natürlich unsere geschichtlichen Entwicklungen im letzten Jahrhundert einen Anteil daran, dass es hier ja auch eine Unterbrechung gegeben hat, dass das, was sich hier entwickelt hat, ja auch zerstört worden ist weitgehend und sich erst langsam nach dem Zweiten Weltkrieg wieder neu entwickeln musste.
Eine Entwicklung, die noch einen weiten Weg vor sich hat. Um das Schweigen zu brechen, ist die einfachste Lösung sprechen. Auch wenn es nicht immer einfach ist, gilt im Zweifelsfall, red mal drüber. Das war's auch schon wieder von Unartig, dem Magazin für alle Kulturbanausen. Wir wünschen bereits an dieser Stelle frohe Weihnachten und beenden die Folge mit unserem Rausschmeißer. Mama, warum backen wir eigentlich Kekse? Weißt du, früher, da gab es noch keine Kühlschränke und man konnte Essen nicht so gut aufbewahren. Und wenn es im Winter draußen kalt wird, dann weißt du, dass natürlich auf dem Feld weniger wächst. Im Winter gab es damals also weniger zu essen. Damit die Menschen aber nicht hungern mussten, haben sie versucht, Lebensmittel haltbar zu machen. Da hat man zum Beispiel Sauerkraut eingekocht, Obst getrocknet und aus dem Weizen hat man Mehl gemacht. Und für die Geburt von Jesus, die man zu Weihnachten ja eigentlich feiert, hat man dann Kekse gebacken, weil die besonders gut schmecken. Das ist bei den Menschen wohl hängen geblieben und deshalb macht man es jedes Jahr immer wieder. Und mit Kindern, da macht es überhaupt am meisten Spaß. Schön. Schau, Mama, die Katze will auch haben.